Moin moin Leute und seid ganz herzlich willkommen zu meinem nächsten League of Legends Gameplay. Ich zock mal eine Runde Twitch auf der Botlane. Ich wollte mal was zocken, was nicht jeder zockt. Wow, ey. Ja, da bietet sich Twitch schon an. Mit dabei ist Yuzuki-san auf der Botlane als Supporter mit Tam Kench. Moin! Boah, fuck, ich lass mich auch jedes Mal treffen jetzt hier. Was ist hier los? Alle schon low? Ja, die haben es irgendwie gerafft, dass du nicht da bist. Dann sind die direkt all in. Hast du geheilt? Nee. Warum? Weil ich so viel Leben hab wieder. Aber okay, irgendwie. Ich hab dir zwei von meinen Reliktschild gegeben. Ah, okay, okay. Ja, ja, ja. Daran wird's liegen. Nee. Kenn ich auch noch treffe. Ja, egal. So, ich bin Level 2, also eigentlich könnten wir. Ah, Level 3 meine ich. Ah, die jetzt auch. Edward ist der Level-Vorteil, wenn ich ja weg war. Stimmt, stimmt. Dann nutzen wir halt Level 4 aus. Wenn ich Level 4 bin. Die sind aber auch. Haben die, glaubst. Nein, die wird schon auch gleich auf der Lane, oder? Bitte? Die waren gleich auf der Lane, oder? Ja, ja. Waren direkt da und sind all in rein. Oh, ey. Na klar, lauf ich da rein. Eklig gerade. Exhaust, ich geh da jetzt rein. Ach, fuck you, komm her jetzt. Ist der Catch? Okay, er hat geflasht. Es reicht. Ich zwar auch, aber. Ist halt ein ADC-Flash und eine Mobility, dann ist das schon. Dann ist das schon worth, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie lange Tom Catch noch braucht, bis er hier ist. Ob ich nochmal einen wagen kann. Aber ich glaube eher nicht, ne? Naja, ich glaube auch nicht. Da ist er. Ja, noch kein Song. Ach du Scheiße. Ja, da kommst du weg. Ja. 33 zu 32 CS ist okay. Er hat geflasht. Er hat geflasht. Nice. Geht doch. Kill auch noch gedroppt. Kata, das war greedy. Was macht sie? Oh, das war sehr greedy. Ich brauche noch einen Moment, bis ich da bin. Ich hoffe, sie stirbt jetzt nicht. Der Lord ist geproppt. Den kriegst du. Ich hab eigentlich gedacht, er hätte sein Spellschild noch. Deshalb habe ich gewartet so lange.
Ich komme. So. Krieg ich. Tschüss. Dann kann ich... Nein, ich will. Fuck. Lee Sin, mach keinen Scheiß da. Hm, war schon close. Schade eigentlich. Ah, jetzt stirbt er. Na toll. Ja. War jetzt nicht so die beste Aktion. Ich wollte eigentlich jetzt noch ziehen. Also für ihn ist es worth, ne? Aber für uns jetzt ein bisschen scheiße. Ist nicht so. Eigentlich hatten wir jetzt gerade noch einen Vorteil. Ja, haben wir immer noch. Wir haben den besseren Tam. Ja, genau. Wir haben den besseren Tam und selbstverständlich besseren AD Carry, ne? Ja, das ist sowieso. Ah, okay, aber die haben keine Summoners mehr. Okay, Flash dürfte Dingens wieder haben. Also an alle die Twitch nicht kennen, was nicht verwerflich ist, wenn ihr so lange League of Legends noch nicht spielt, weil er ist sehr selten, dass er gepickt wird. Die Passive macht absoluten Schaden, ist 6-mal zu stacken. Je mehr Stacks ihr habt, desto mehr Damage macht die. Pro Stack macht sie 3 absoluten Schaden pro Sekunde. Das heißt 3x6, 6, 18 absoluten Schaden pro Sekunde könnt ihr machen. Ja, und je mehr Stacks ihr drauf habt, desto mehr Schaden macht eure E. Die E zieht das Gift halt aus dem Gegner raus und executet ihn dann sozusagen. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie Kalistas E? Ja, doch, so ähnlich. Ja, schon. Kalista kann halt Hunderte reinpacken. So, ich hab meine Ulti auch, ne, aber die auch. Ja, ich hab nicht. Ja. Beim Kens Ulti bringt jetzt im Fight eh nicht wirklich viel. Nein, shit. Okay, da habe ich jetzt gefailt. Nochmal gefailt. Wenigstens hat da Tom Kench das falsche. Er ist gerade da oben. Ne? Nice, dann können wir den hier catchen. Komm schon. Dachte jetzt schon, der kommt zu uns. Ich denke noch. Ja. Ich habe jetzt Ult. Ich habe da meine Ulti noch gezündet. Die Ulti gibt uns 300 Reichweite und 20 AD jetzt auf diesem Level. Das geht hoch bis 40, glaube ich, oder 45 AD. Und auf mehrere Ziele. Und, das ist halt das Starke. Genau, die Auto-Attacks durchschlagen die Gegner und alle, die dahinter stehen, kriegen dann halt auch noch den Damage von dem Auto-Attack mit. Was schon ziemlich nice ist. Also geht auch im Late Game ziemlich cool, wenn die Gegner groupen, kann man eine Menge damit machen. Lass bitte gehen, komm. Ja. Achso, hast du Ulti? Ja, ja, deshalb. Okay, okay. Unsere W ist quasi so ein kleines Feld. Hier, ihr seht das. Womit wir den Gegner slowen können und 2 Stapel von unserem Gift draufpacken. Dann holen wir uns halt den Tower. Ja. Wenn die schon. So, unsere Q macht uns nach 1,5 Sekunden unsichtbar, wenn wir keinen Schaden erleiden. Wenn wir Schaden erleiden, erst nach 4 Sekunden. Das hält auf Skill Level 1 genau 5 Sekunden. Nee, Moment. Nee, 4 Sekunden hält es so. Verdammt. Ja, spiel mal ruhig aus. Schade. Ja, close, aber egal. Muss schon. Die Minions. Ja, egal, aber worth. Ja, ich denke auch. Neuer Kill für dich und mein erster Tod. Das passt schon. So, und je höher ihr die Q skillt, desto mehr Attack Speed kriegt ihr. Sobald ihr aus der Unsichtbarkeit rauskommt, kriegt ihr Attack Speed. In der Unsichtbarkeit kriegt ihr Lauftempo. Sobald ihr da raus seid. Warte, wo war ich denn jetzt? Achso, ja. Der Attack Speed, das Lauftempo und die Dauer des Effekts, wie lange ihr unsichtbar seid, erhöht sich mit dem Skill-Level von dem Skill. Ja, das ist eigentlich schon im Prinzip so im Crashkurs alles, was man über ihn wissen sollte. Und haut da rein. What? Ich bin zur Seite gelaufen, das kann doch nicht sein. Ja, macht nix.
macht nix, sagt er. Ja. Außer halt Flash gewastet, ne? Oh, ja, kann ich vielleicht nicht so werfen. Gut Job, Mitte. Ich würde sagen, wir machen mal Drake, oder? Ja, passt. Ich pushe noch rein. Ich hoffe, Lee geht jetzt nicht back. Ein bisschen Leben hat er ja noch zum Smiten, sollte es reichen. Ja, aber insgesamt läuft es ja ganz gut eigentlich. Dafür, dass Twitch nie gezockt wird, läuft es richtig gut. Er ist halt ziemlich unterschätzt, dieser Champion. Er macht seinen Schaden. Und davon gar nicht mal so wenig, wenn man ehrlich ist. Oh. Ich komme. No. Oh. Bist du tot? Nein, nein, nein. Kirk. Ich lebe noch. Wir sollten aufpassen. Boah, der macht ganz schön Damage, der Victor. Der hat noch gar nichts, der hat keine Kills, keine Items. Da ist der Respekt, ey. Okay, da wird er jetzt wohl sterben, oder? Ever. Nicht, wenn man Tom Kench im Team hat. Close. Ich will da doch schon ganz gerne den. Ja, ich. Nicht mehr viel Mana. Victor ist halt auch. Ist der Tam? Na, Tam Kench ist tot, ne? Ja, geh da weg. Ja. Okay. Jetzt. Nein, da hat er jetzt Level Up noch gekriegt. Jetzt reicht mein absoluter Schaden nicht aus. Schade. Okay, das war richtig dumm von uns. Beziehungsweise von mir, dass ich da nochmal gesagt habe, wir gehen da rein. Call is call. War unnötig. Ah, passt. Insgesamt 16-7. Kann man auf jeden Fall mitleben. Varus hat auch 3 Kills jetzt. Nice. Das Trinket ist ganz. Der hier. Steht. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt fighten kann, den Varus alleine. Ich schätze schon, ja. Mit Ulti eigentlich schon, aber ohne Exhaust ist das so eine Sache. Ja, warum ist der denn so schnell? Ich bin doch viel schneller als er eigentlich. Wenn du alles von dem Dodge, der Ulti sollte er nicht abhaben. Dann geht die schon. Ja, easy. Oh, come on, ey. Das ist jetzt eben ein Wunder gesehen. Ja, ich habe aber jetzt meine Ulti dafür geused. Victor ist jetzt da. Ja, unnötig. Also Lee Sin, merkt euch eins, Lee Sin ist unfassbar useless im Late Game, wenn er keine Ultra Plays raushaut. Und wir haben einen Lee Sin, der 9-1 steht und mir den Kill stealt. Das ist, ja, ihr könnt es euch selber denken, wie optimal das jetzt gerade ist. Alles klar, jetzt kommt Victor. Alles klar, hau rein. Also einmal mit einem guten Jungler, das wäre mal eine gute Sache. Ja, er denkt, er muss carryen. Er kann nicht carryen, nicht mit Lee Sin. Ja, aber er denkt's. Also ich habe zumindest noch nicht so die Ultra Plays gesehen von ihm. Okay, das scheint ganz gut gewesen zu sein. Ja, war nicht schlecht. Er geht halt Full Damage, ne? So wie ich's gehört. Sister oder den Kill. Ah ja, dem auch noch eine Vayne. Ja, ja, auf der Top-Lane. 1-5. Ich glaub nicht, dass mit der so. Er nimmt sich die Kills einfach, ne? Ja, er springt einfach rein. Also, Leute, wenn ihr Lee Sin spielt, macht das nicht.
gebt den Lanes die Kills, weil im Late Game seid ihr einfach schlecht und wenn ihr das nicht im Early gewinnt. Das seid ihr bis hin. Das Sinn ist dafür da, den ADCs die Kills zu geben, zu snowballen. Es ist einfach so. Ja. Eigentlich Insec ins Team rein und dann nehmt euch den Kill. So ja. Ist es eigentlich. Oder und im Late Game die einzige Aufgabe, was ihr habt, ist halt den Carry One Shot. Ja. Wieder nicht gekriegt. Okay, der hat kein Flash. Ich komm mal vorbei, komm den Diven bei. Ja, okay, komm. Nice. Ciao. Komm ich raus. Ich darf den Tower nicht tanken. Nice. Raus hier. Den Tower holen wir uns eben. Ich glaube, die surrendern bei 20 Minuten. Auf jeden Fall, also bin ich auch für. Schade, aber ist halt so. Geht doch. Das war ja, echt schön. Aber er hat sich den trotzdem genommen. Aber gut gemacht, ja, das war, war echt sehr schön. Gut. Das sind so die Plays, die ich meine mit Lee Sin, die ihr machen müsst, dann halt, wenn ihr schon die Kills alle nehmt. Junge, du bist tot. Ich wollte schon fast Flash an der Kuh machen. Nee, nee. Ich war mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob es reicht, aber reicht. Ich will den gar nicht tanken. Schon wieder. Komm, wir gehen weg. Komm, oh, komm. Oh, fuck. Du kannst auch nicht tanken. Hier, komm. Schnell, das mache ich nicht nochmal. Nee, nee. Ich wäre jetzt wirklich rausgefahren. Also, nur damit ihr Bescheid wisst, warum ich jetzt gesagt habe, das mache ich nicht nochmal. Beim letzten Mal hat er uns genau hierhin teleportiert. Im letzten Game. Das wollte ich eigentlich aufnehmen. Das lief ziemlich gut eigentlich. 18-8 oder so ging das aus. Nur hatte ich leider mitten in der Aufnahme, beziehungsweise mein PC ist halt komplett abgestürzt in der Aufnahme und die Datei war halt danach leider unbrauchbar. Sehr schade, war echt ein lustiges Game. Das stimmt allerdings. Okay, ich bin drauf. Nein, shit, ich dachte, ich komme da noch weg mit Flash und ich wäre jetzt unsichtbar geworden. Ärgerlich. Flash gewastet, so muss das sein. Er braucht schon Flash. Keiner. Unnötig. So, jetzt haben wir erstmal genug Attack Speed, denke ich. Ja. So, als nächstes baue ich auf jeden Fall Yumus, Lord Dominix und vielleicht Klinger der Unendlichkeit oder ein Blutdürster, je nachdem. Oh, schade. Da ist der Surrender. Also doch kein Lord Dominix mehr. Und auch kein Yumus. Aber passt. Wir gucken uns noch mal ganz kurz den Schaden an. Ja, gut. Zweitmeister Schaden. Lee Sin war ein bisschen vor uns. Ja gut, ist klar, er war halt extrem gefeedet. Und Varus hat er echt mehr als du? Ja, der hat mehr als ich gemacht, ja. War jetzt nicht das beste Game, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Solan.